Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar habe ich das in der Super Smash Bros. Serie schon öfter gesagt. Und ich habe einfach mega Lust auf die Kirby-Reihe. Deswegen starten wir einfach mal mit dem allerersten Kirby-Spiel, was jemals erschienen ist. Es erschien für den Game Boy, deswegen auch diese komische Auflösung, sage ich mal. Und es heißt Kirby's Dream Land und es ist 1992 bei uns in Europa erschienen, aber auch auf der ganzen Welt. Ich glaube, bei uns nur halt wieder ein paar Monate später wie sonst. Und ja, natürlich alles noch in Schwarz-Weiß, was ist für den Game Boy erschienen. Und ich habe dieses Spiel jetzt noch nie gespielt, es ist das erste Mal, dass ich es starte. Und wir können wohl springen, saugen und laufen. Und die Musik im Hintergrund, die kennt man sogar schon aus Super Smash Bros. Zumindest kenne ich die aus Super Smash Bros. Ich habe schon gehört, dass man hier keine Fähigkeiten übernehmen kann, sondern das erst im nächsten Teil der Serie dazu kam. Finde ich ja persönlich gar nicht so schlimm. Das ist dann vielleicht besser zum Einstieg. Oh, wir können doch nicht fliegen. Okay. Wie wird das jetzt gemacht? Ich habe nach unten und springen gedrückt? Oder nach oben? Ach so, einfach nach oben. Ich muss... Ah! Okay. Ja, macht Sinn. Einfach nach oben drücken. Wozu gibt es denn die Sprungtaste? Keine Ahnung. Gut, man merkt, glaube ich, dass es das erste Mal ist, dass ich spiele. In. Ah, da kann man sein Leben wahrscheinlich wieder aufheilen. So, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mir die Story vorher ein bisschen durchgelesen. Ja, dieses Spiel hat eine Story, auch wenn die jetzt lange nicht wirklich erklärt wurde. Und zwar soll König DDD, beziehungsweise im Deutschen heißt er übersetzt König Nickerchen, auch bekannt aus Super Smash Bros. Soll wohl losgegangen sein und sämtliches Essen und sämtliche Sternsplitter aus dem Dorf oder aus dieser Welt, aus diesem Level hier, keine Ahnung, geklaut haben. Und ja, quasi mit dem in sein Schloss gegangen ist und ja, gibt sich jetzt selbst als König aus und so weiter und so fort und hat jetzt halt diese ganzen Sternsplitter und diese ganzen, was weiß ich, Sachen, Essen und so weiter und so fort, hat er alles bei sich im Schloss gelagert und Kirby ist jetzt auf dem Weg, das Kram zurückzubringen für die Menschheit, also für sein ganzes Dorf und so weiter und so fort. Die Sternsplitter sind wohl hilfreich bei Arbeiten und so einen ganzen Kram. Inwiefern die hilfreich sind, keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dass das hier solche Sternsplitter sind. Ah ne, das ist glaube ich so ein Warp-Stern. Der einen transportiert. Was bist du? Du bist ein Boss? Oder ein Zwischenboss? Keine Ahnung. Wir haben ihn auf jeden Fall besiegt. Ich weiß nicht, ob er ein Boss war oder ob das einfach nur ein etwas größerer normaler Gegner war. Wie gesagt, das ist das allererste Mal, dass ich dieses Spiel gestartet habe. Aber es scheint sehr, sehr einsteigerfreundlich zu sein. Aus dem Grund, weil der Game Boy hat auch nur... Ja, nicht wirklich viele Knöpfe hatte, so kann man das auf jeden Fall sagen. Stimmt, warum habe ich überhaupt L und R gedrückt? Der Game Boy hatte gar kein L und R. Der Game Boy hatte nur das Steuerkreuz gehabt, Start, Select, A und B. Deswegen haben wir hier auch nicht so viele andere Möglichkeiten. So. Als erstes Level sehr easy. Ich bin mal gespannt, wie das zweite wird. Ist natürlich auch so ein bisschen Tutorial-Level hier. Was ich sehr kurios fand und gelesen hatte, als ich mich ein bisschen über das Spiel informiert habe, in der japanischen Verpackung war Kirby auf dem Cover halt auch wieder lila, wie man ihn kennt, aber in den westlichen Covern, also Amerika und Europa, war Kirby weiß. Und verstehe ich nicht warum, weil in allen anderen Spielen danach, in denen dann halt auch Farbe drin war, achso ja, war Kirby dann hinterher auch lila? Aus irgendeinem Grund hat man Kirby dann damals weiß gefärbt auf dem Cover. Vielleicht hat man gedacht, lila oder pink oder rosa, was halt ist, kommt für den europäischen Markt nicht so gut an. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Auf jeden Fall hat man uns danach korrigiert. What the fuck? Was ist das hier? Okay, da oben geht's wieder raus. So, jetzt sind wir hier oben irgendwo in den Baumwipfeln oder was? Ah, ist der Bossfadet. Den Baum kenne ich auch noch. Ich habe, wie gesagt, das einzige, oder das habe ich jetzt noch nicht gesagt, das habe ich in Super Smash Bros. Gesagt. Verdammt.
Ah, seine Lebensanzeige sind da oben. Habe ich gerade gesehen. Er hat noch 3 Leben, wir haben noch 4 Leben. Er hat noch 2 Leben. Er hat noch 1 Leben. Wie gesagt, den kenne ich schon, weil das einzige Kirby-Spiel, was ich bislang in meinem Leben gespielt habe, war das Nintendo 64-Spiel. Okay. Kirby freut sich. Aber die Musik ist toll, dass es die heutzutage immer noch gibt. Die kenne ich genauso auch aus den Trailern zu dem neuen Kirby-Spiel für die 3DS. Wie heißt es? Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall... Oh. Geht schon weiter. Ist die Musik genauso im neuen Kirby-Teil zumindest übernommen worden. Die Freumusik und so weiter und so fort. Das ist natürlich für Nostalgiker und so weiter. Das ist natürlich mega geil. Und das freut mich doch persönlich. Wie gesagt, die ganzen Musik, oder nicht diese Musik zumindest, aber die aus der ersten Welt kannte ich ja auch schon mehr oder weniger aus. Okay, was war das jetzt? Kannte ich auch schon mehr oder weniger aus, Super Smash Bros. Oh. Deswegen umso cooler. Hier war nur so ein kleines Verschnaufspausending oder was? Dann lass mich mal da rein. Ja, das einzige Kirby-Spiel, das ich jemals gespielt habe, war nun mal der Nintendo 64-Ableger, irgendwie Crystal Shards oder so hieß das. Ist auch erst am Ende der Nintendo 64-Ära erschienen und ich hatte das damals nun mal und fand es mega geil. Und nur dadurch kenne ich die überhaupt, die Kirby-Reihe. Und dann wurde sie mir halt später noch bekannter, dann halt durch Super Smash Bros., aber mir erscheint das Ganze hier ein bisschen wie Labyrinth. Habe ich was gefunden. War das jetzt richtig? Also haben wir den richtigen Weg gewählt? Ach, du bist ein Zwischenboss oder was? Ich glaube, das ist ein Boss, ja. Aber irgendwie macht er uns keinen Schaden. Da war ich zu langsam, der macht uns doch Schaden. Jetzt kommen wir hier oben irgendwo raus. So. Klang oder hat es sich angefühlt wie ein Zwischenboss? Gibt es das in jeder Welt eigentlich einen Zwischenboss? Der erste hatten wir ja auch so ein komisches Bombenviech. Hey, eine Maxi-Tomate. Also das Schloss ist riesig und ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss, aber aus irgendeinem Grund... habe ich bislang immer den richtigen Weg gewählt. Mal sehen, ob wir bislang dabei bleiben, immer den richtigen Weg zu wählen. Ah, das sieht falsch aus hier. Scheißviech. Das war falsch. Aber vielleicht ist es hier richtig. Nein, das ist auch falsch. Bleibt noch da drüben. Na, hier scheint es weiter zu gehen. Gegen 2 von diesen Viechern. Oh oh. Soll ich denn verhindern, dass der uns trifft? Ach, von hinten? Ja, so geht's. Gut. Okay. Der erste ist down. Der zweite auch. Ach, das war der Endboss? Okay. Ich dachte, das wäre jetzt ein zweiter Zwischenboss gewesen.
Aber anscheinend war das der Endboss. Ja, super. Dann scheint das so aufgebaut zu sein, als wenn jedes Level einen Zwischenboss und einen Endboss hätte, oder? Stage 3, Float Islands. Fühlt sich momentan so, als wenn jedes Level einen Zwischen- und einen Endboss hätte. Frage ich mich natürlich, wie viele Level das Spiel haben wird. Ich habe mich nur ein bisschen über Story informiert. Okay, das sollten sie also Wasser darstellen. Der kann, wie bei Super Smash Bros., kann dieser Waddle Doo heißt der, glaube ich, oder Waddle Dee hießen, glaube ich, die normalen Viecher. Und die mit nur einem Auge hießen, glaube ich, irgendwie anders. Und die konnten da ja auch so komische Blitze spucken in Super Smash Bros. Können wir eigentlich unendlich fliegen? Wirkt gerade ein bisschen overpowered irgendwie. Okay, ich gehe davon aus, dass da Kokosnüsse sind und das nicht so gut wäre, wenn die auf uns drauf knallen. Okay. Verdammt. Ja, hat uns immerhin zwei Leben dazu gebracht. Eins haben wir verloren, also haben wir insgesamt einen Gewinn gemacht. Wow. Was sind das eigentlich für Viecher? Sind das so Geister oder was ist das? Oh oh. So, soweit so gut. Was ist das hier hinten denn Schönes? Sieht aus, als wenn hier erstmal der Ausgang wäre. Aber wir sind noch nicht beim Zwischenboss. Ah, heilt uns das? Nee. Lässt uns Feuer spucken. Erinnert halt irgendwie ein bisschen an die Chili-Sache aus Super Smash Bros. Stammt die auch von hier? Sobald man das Wasser berührt, ist es allerdings weg. Okay, hier gab es ein One-Up. Jetzt haben wir jetzt vier. Ich glaube, wir haben noch gar keins verbraucht, ne? Und wir haben unser Leben wieder ein bisschen geheilt. Okay, das bringt uns jetzt zum Zwischenboss, ne? War ja bislang immer so, dass dieser Stern uns zum Zwischenboss gebracht hat. Der Zwischenboss diesmal. Okay, sah so aus, als wenn das eine Fontäne von einem Wal war, die uns gerade nach oben geschleudert hat. War wohl doch kein Zwischenboss, wo wir jetzt hingebracht wurden. Oh, oder vielleicht doch? Zwischenboss-Fight in der Luft! Uha! Verdammte Kacke! Stirb! Ich würde sagen... Ach, war das schon der Endboss? Gab's diesmal keinen Zwischenboss? Das war schon der Endboss! Okay, das war das halt der Endboss, okay! Ja, dann war das Stage 3. Stage 4 ist Bubbly Clouds. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stages das Ding hat. Ich spiele jetzt einfach munter drauf los. Jetzt auf jeden Fall in den Wolken. Und ich finde, das macht unglaublich viel Spaß, das Spiel. Auch wenn Kirby noch keine Fähigkeiten übernehmen kann und so weiter und so fort, macht es doch durchaus viel Spaß. Und ich habe mal wieder keine Ahnung, wo ich lang muss. Okay, die Viecher nicht aufsaugen, merken. Verdammte Kacke. Was mache ich denn gegen die? Muss ich diese abspucken mit dem Ding hier vielleicht? Oh oh. Huh.
Ah, die Viecher kenne ich auch aus dem Nintendo 64 Teil. Die haben da auch Boomerang geworfen. Von denen konnte man die Boomerangkraft übernehmen. Wie gesagt, hier gab es noch nichts mit Kraft übernehmen, aber das Spiel macht trotzdem Spaß. Die Musik ist auch gar nicht schlecht für Gameboy-Verhältnisse, muss man da mal ganz ehrlich sagen, weil der hat halt auch nicht so den besten Sound. Oh. Lass mich in Frieden. Okay, ich bin zu einer Höhle angekommen. In dieser Höhle befindet sich... keine Ahnung. Verdammt, nur noch zwei Leben. Ich habe hier auch ärgerlicherweise noch nichts gesehen, womit wir uns heilen können. Können wir da durch? Da können wir durch. Wir können hier aber auch nach links. Achso, das ist ja Wasser, stimmt. Ah, wusste ich, dass das hier nicht umsonst war? Maxi-Tomate! Da geht's wieder raus. Okay. Oh! Zwischenboss! Okay, was machen wir gegen dich? Ah, ich sehe schon, was wir gegen dich machen. Fuck! Der macht uns irgendwie platt! Der macht uns irgendwie ziemlich platt! Ja, das war unser erstes Game Over. Dann waren nur noch 5 One-Ups. Ich hab's aber irgendwie nicht geschafft, dem Schaden zuzufügen. Der hat schon wieder das erste und das zweite Mal getroffen. What the fuck, was ist das denn für ein Endboss? Alle anderen waren voll easy, jetzt kommt so ein Kackviech hier an. Und will jetzt erstmal nerven, oder was? Ja super, schon 3 Leben verloren. Okay, er hat aber auch schon 2 verloren. Ja, lass mich in Frieden. Du musst ihn einfach nur ein bisschen lernen. Dann geht's auch. Okay. Lass uns hier mal weg. So. Auf geht's. Oh, das schon wieder. Wäre schön, wenn hier irgendwas zum Heilen wäre oder so. Ah, da zum Beispiel. Dann haben wir leider auch schon wieder ein Leben verloren. Oh! Das sollte man ja nicht vernachlässigen da unten. So, volles Leben. Was, wir wären gewappnet für einen eventuellen Endboss-Fight. Frage ist natürlich, wann und wo kommt der? Verdammt. Jetzt haben wir wieder ein Leben verloren. Muss ich den Stern da ausweichen oder nicht? Versuch mal nicht nach unten zu kommen. Ich denke mal, das war richtig, oder? Puh. Wir gehen also ab in den Himmel. Okay. Endboss-Fight, du schon wieder? Oh, diesmal hast du dich aber zur Wolke geformt. Fuck, ich habe vorher schon fast gegen dich verkackt. Erster Treffer. Zweiter Treffer. Dritter Treffer. Sieht nicht schlecht aus gerade. Fuck!
Oh, wir haben nur ein Leben. Und wir sind tot. Scheiße, der hat uns am Ende noch ganz schön platt gemacht. Okay, 4 One-Ups noch. Gib her. Ich will dich beschießen. Oh. Alter Vater. Sehr schön soweit. Er hat uns nicht getroffen, wir haben ihn zweimal getroffen. Ja, 2:0 für uns. Oh. Oh, fuck. 2:1. Anschlusstreffer. What the fuck? Gib uns doch mal eine Chance, dich zu treffen. 2:2 Ausgleich. Aber wenn du keine Gegner spuckst, dann können wir dich auch nicht treffen. Vollidiot. Uah. 4:2 in Führung gegangen. Den zweiten, den alten 2-Punkte-Vorsprung wieder aufgeholt und jetzt noch auf 3 erhöht. Ein Treffer noch und das war's. Und den machen wir jetzt. So. Puh. Da kann sich Kirby wieder freuen. Und jetzt kommt Stage 5, Mount DDD. Ist aber jetzt noch nicht Endlevel, oder? Weil, wenn ich die Story richtig verfolgt habe, dann ist König DDD halt auf sein Schloss da hoch und hat alles geklaut, wie gesagt. Und wenn wir jetzt schon ins Schloss von König DDD reingehen, dann ist das dann schon das Story-Finale? Und da sind die 4 Bosse nochmal auf den Türen. Moment mal, müssen wir jetzt nochmal gegen jeden Boss? Also es fühlt sich alles hier nach Finallevel an, aber das kann ich. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Also es kann doch nicht das Endlevel sein. Oh. Ich hab vergessen, dass man damit nicht fliegen kann. Scheiße! Jetzt haben wir umsonst ein Leben weggelassen. Und dieses Spiel hat keine Speicherfunktion. Und da ich mir nicht vorstellen kann, dass König DDD leicht wird. Gehe ich mal davon aus, dass wir versuchen sollten, hier so wenig Leben wie möglich zu verlieren. Ach so, deswegen. Ah, die Musik von hier ist toll. Die mag ich. Okay, haben wir gerade uns selbst gefressen? Sind wir auf jeden Fall wieder hier beim Baum. Tatsächlich, wir müssen die Endboss-Fights nochmal machen. Der erste Boss war ja easy. So. Den hätten wir. Ja, dann gehen wir mal zu Boss Nummer 2. Hier müssen wir wieder ein Kirby einsammeln. Und dann können wir hier rein. So. So. Verdammt, ich kann nicht hier weg. Unnötiger Lebensverlust. So. Verdammt, wir haben es gegessen. Nein, wir haben es gegessen. Kirby isst doch nicht immer alles. Zwei Gegentreffer, die waren wie gesagt unnötig. Aber Boss 2 ist auch erledigt. Geledigt ist der nämlich. So, machen wir erstmal den hier. Also wenn das hier wirklich das Finale sein sollte, dann bin ich
Also tun mir die Leute leid, die da wirklich Geld für bezahlt haben. Weil ich meine, das Spiel ist sehr, sehr cool. Also es macht mir unglaublich viel Spaß. Aber ich meine, ich spiele das blind, ne? Ich habe das noch nie in meinem Leben vorher gespielt. Noch nie in meinem Leben. Und ich schaffe das eventuell, zumindest sieht es danach aus, auf Anhieb. In, keine Ahnung, 20 Minuten, 30 Minuten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein 2-Euro-Titel war, sondern das wird wahrscheinlich ein Vollpreistitel gewesen sein. Dafür hat das doch unglaublich wenig Umfang. Taffchen Boss. Verdammt, hat der diese Dreierschüsse vorher auch schon drauf? Ja, dann hatte ich vorher, glaube ich, ziemlich viel Luck, dass ich dem allen ausweichen konnte. Aber auch der ist erledigt. Dann bleibt nur noch Boss Nummer 4 übrig. Na dann, rein zu Boss Nummer 4. Bei dem könnte es sein, dass wir wieder ein Leben lassen, weil wir haben jetzt halt nur 3 Leben. Fuck, jetzt haben wir nur noch 2 Leben. Jetzt haben wir nur noch 1 Leben. Nein, scheiße. Okay. Dann nochmal neu. Puh, nur noch 2 One-Ups und wie gesagt, es gibt kein Speichersystem. Das heißt, wenn wir Game Over gehen sollten, dann kann es tatsächlich sein, dass wir wieder von ganz vorne anfangen müssen. Wobei das ja, wie gesagt, auch nicht ganz so schlimm ist. Denn so lang war das Spiel bislang nicht. So, okay. Du führst schon mal, das sehe ich. Du bist gleich mit der Führung gestartet. Jetzt haben wir aber das Ding gedreht. So. Führen mit 3-1. Wir mit 4-1. Wir führen mit 5-1. Damit brauchen wir nur noch einen. Und das war's. Und den gibt's jetzt. So. 2 One-Ups also. Für den da. Tatsächlich. König DDD. Habe ich nicht verstanden, wie ich dem Schaden zufügen soll. Hm. Warum fährt er hin? Ah, okay. What? Sorry, aber ich verstehe es irgendwie nicht. Ich glaube, ich habe ihn jetzt getroffen, ne? Ja, okay. Fuck! Okay, jetzt werden wir sterben.
Könntest du mal wieder deinen Sprung machen? Das ist bislang die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, wie ich dich verletzen konnte. Ich meine, gut, bei deinem Hammerschlag kommen auch Sterne raus. Aber da ist es mir zu riskant, weil man den nur so schlecht ausweichen kann. Na, wir werden das jetzt nicht mehr schaffen mit dem einen Leben, was wir hier haben. Aber immerhin können wir ein bisschen üben für den nächsten Versuch. Wir haben ja, wie gesagt, noch zwei. Okay. So ist fein. Drei Leben hat er noch. Wie gesagt, das ist mir zu riskant mit seinem Hammerschlag zu versuchen, da den Stern abzusaugen. Okay, jetzt haben wir beide nur noch ein Leben. Vielleicht schaffen wir es doch. Das war eng. Spring doch! Tatsächlich! Wir haben es noch geschafft, obwohl wir nur ein Leben hatten und irgendwie noch acht oder so. Na dann. Haben wir wohl fünf Sterne gesammelt. Und komme ich wieder zum Riesen und bringe das ganze Essen zurück. Zumindest fällt das unten aus dem Schloss raus. Kirby ist zum Heißluftballon geworden und trägt das Schloss zurück. Okay. Das sind tatsächlich Credits. Also, wie gesagt, ich glaube, ich habe mein Fazit schon mehr oder weniger im Spiel gesagt. Also, so kurz wie das war, werde ich das wahrscheinlich auch in einem Part machen. Also, dass ältere Spiele ruhig mal kürzer waren, das ist ja klar. Ich meine, New Super Mario, nicht New Super Mario, sondern Super Mario Bros. Und Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros. 3 sind ja auch relativ kurz. Aber man braucht da trotzdem schon so seine 3-4 Stunden, bis man da durch ist. Zumindest wenn man es das erste Mal blind spielt, braucht man wahrscheinlich auch seine, keine Ahnung, 8-9 Stunden, weil es dann halt ein bisschen schwieriger gewirkt gegen Ende. Aber ich meine, wie gesagt, das ist wirklich komplett blind. Das ist das allererste Mal, dass ich das Spiel gestartet habe. Und ja, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Vielleicht 40 Minuten, keine Ahnung. Aber das ist wenig. Das ist unglaublich wenig. Und ja, wie geht es blind, wenn man, ich meine, wenn man jetzt ein Spiel suchtet und das dann ewig auswendig lernt oder zumindest die Nachfolger oder so weiter gespielt hat und sich dann schon mit dem Spielprinzip auskennt, dann ist das ja okay, dass man dann so ein altes Spiel dann mal schneller hinkriegt. Ich glaube, das ist das erste Kirby-Spiel seit dem Crystal Shards, was ich spiele, und das ist auch schon bestimmt 10 Jahre oder 15 Jahre her, dass ich das gespielt habe das letzte Mal. Auf Nintendo 64 halt. Ja, 15 Jahre nicht, aber ich glaube 2001 ist es erschienen. Ich weiß nicht, also dann habe ich 2003 vielleicht das letzte Mal gespielt oder 2004. Okay, good job. Press A and select on the title screen to start a new adventure. Good luck. Was heißt extra game? A and select. Ne, oben A und select. Ja, da regt sich einer ganz schön auf. Gut, was ich nicht wusste, ist, dass König DDD tatsächlich ein Endgegner von von Kirby war. Kann ich jetzt irgendwas machen? Oder ist es jetzt vorbei? Und ich muss jetzt abwarten oder neu starten oder was weiß ich. Ist nämlich egal, welchen Knopf ich drücke, es passiert nichts. Na gut, ist mir jetzt auch vollkommen Wumpe. Ja, das Spiel ist halt, es macht Spaß, es macht unglaublich viel Spaß. Also ich hätte nicht erwartet, dass es mir so viel Spaß macht, weil es halt auch ein sehr altes Spiel ist, aber es lässt sich sehr, sehr, sehr gut steuern. Also nicht so ruckelig, hakelig, wie das ein oder andere alte Spiel ist, sondern es ist unglaublich flüssig. Und da muss ich den Machern schon mal sagen, das ist wirklich ein good job gewesen, wie es da oben schon steht. Aber halt, wie gesagt, es ist blind. Und bei dem einen oder anderen Boss, gut, beim ersten Boss, da war halt überhaupt keine Schwierigkeit, aber beim vierten habe ich schon ein bisschen mehr gefehlt. Dass es kein Speichersystem gibt, ist natürlich schon mal frustrierend. Weil, naja, man kann halt nicht speichern. Dadurch ist es natürlich ausgeglichen, was es nicht mehr ganz so schlimm macht, dass man das Spiel halt in 40 Minuten durchspielen kann. Dann braucht man auch nicht unbedingt speichern. Ja, trotzdem, es ist einfach zu kurz. Und ich weiß nicht, wie viel das Spiel damals gekostet hat, dass es rausgekommen ist, aber es war bestimmt kein 5-Euro-Schnäppchen. Und ganz ehrlich, für ein Spiel, was mir nicht mehr als 40 Minuten Spielspaß bietet, selbst wenn es blind ist,
Ja gut, man kann sich das nochmal spielen und nochmal spielen und nochmal spielen, das ist ganz toll, aber wenn man es blind im ersten Versuch durchschafft und 40 Minuten dafür braucht, dann gebe ich für dieses Spiel definitiv nicht mehr als 5 € aus. Und das wird mehr als 5 € gekostet haben, deswegen wird das in meine Bewertung mit einfließen, die ich jetzt natürlich auch bei diesem Let's Play wieder hinterher machen werde. Und ja, ganz, ganz klarer Kritikpunkt für mich. Die Spiellänge. Ganz, 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 ganz groß. Und der Kritikpunkt ist so groß, dass mir alles andere erstmal egal ist und das Ding tatsächlich von mir nur eine glatte 4 bekommt. Eine glatte 4 ist ausreichend. Und wie gesagt, gameplaymäßig fand ich das sehr gut. Vor allem für Gameboy-Verhältnisse hat sich das unglaublich flüssig gespielt, aber ja, die Spiellänge ist dann natürlich darunter zu leiden gewesen. Ich bin gespannt, was mit Kirby's Dream Land 2 bieten wird. Auch das ist noch für Gameboy erschienen. Und Kirby's Dream Land 3 dann später für den SNES, allerdings nicht in Europa, nur in Japan und Amerika. Aus dem Grund, habe ich mich zumindest informiert, das soll wohl aus dem Grund gewesen sein, weil das zum, ja, schon nach dem Release oder zumindest in Japan kurz vorm Release von vom Nintendo 64 erschienen ist. Und die sich deswegen gedacht haben, wohl, das lohnt sich nicht mehr, das Ding zu lokalisieren in Europa, weil ja der SNES natürlich immer weniger an Interesse bei den Käufern hatte und der Nintendo 64 natürlich immer weiter stieg. Und man hat sich dann halt bei Nintendo gedacht, lohnt sich nicht, das zu lokalisieren, kauft eh nicht oder kaufen nicht so viele Leute, dass es sich lohnt, das hier jetzt halt wirklich zu lokalisieren. Und deswegen hat man es gelassen. Ist aber egal, auf dem ROM kann man es natürlich auch die US-amerikanische Version spielen. Und deswegen werden wir Kirby's Dream Land 3 natürlich auch spielen. Kirby's Adventure ist für den NES rausgekommen. Ich glaube sogar, das war das zweite Kirby, oder? Ich glaube Kirby's Dream Land, dann kam Kirby's Adventure und dann kam Kirby's Dream Land 2. Ich glaube, das war ungefähr die Reihenfolge. Da wir jetzt aber in der Dreamland-Saga angefangen haben, werden wir Kirby's Dream Land 1, Kirby's Dream Land 2 und Kirby's Dream Land 3 spielen und danach werden wir uns Kirby Adventure widmen. Beziehungsweise ich habe gehört, dass Kirby's Adventure wohl später für den Game Boy Advance mehr oder weniger geremaked wurde mit ganz kleinen Veränderungen und da dann aber die Grafik und mit Farbe und so weiter besser sein soll. Das heißt, wir werden dann vielleicht gleich die Game Boy Advance-Fassung davon spielen. Sehen wir dann auf jeden Fall. Also das war Kirby's Dream Land 1. Sehr, sehr, sehr kurz. Wahrscheinlich in ein Part Let's Play und ja, vielleicht wird Kirby's Dream Land 2 besser. Ich habe zumindest gelesen, dass das zumindest Speicherfunktionen besitzen soll. Naja, vielleicht machen da Speicherfunktionen noch mehr Sinn als hier, weil das Spiel länger ist. Wir sehen es dann, ja? Ich hoffe, auf jeden Fall hat es Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.